man hier nicht alles machen kann. Und ein Extraktor kann die Essenz des Seetangs extrahieren. Hier ist der Bauplan für seine Herstellung. Dankeschön. Um eine Essenz herzustellen, müssen Sie 10 Seetang und ein Glas in den Extraktor stellen. Bringen Sie 5 Seetang-Essenzen ins Labor und Sie können wählen, welche Produkte Sie aufwerten wollen. Viel Glück! Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Stellen Sie einen Extraktor her. Was ich nicht alles herstellen muss. Ich kann Märchen ernten, das heißt, ich kann den ersten Quest von ihr fertig machen. Yay! So, habe ich jetzt noch irgendwas an? Euch lege ich mal hier hin. Ich hatte doch... Ach ja, die hatte ich weggelegt, ne? Ich hatte doch nur... Da. So viel davon. So, dann gießen wir den ganzen Kram nochmal. Ja, ich hoffe, dass ich bald Sprinkleranlagen herstellen kann. Aber ich glaube, da werde ich dann auch erstmal ein Problem mit kriegen, weil die genau da stehen müssten, wo jetzt die Vogelscheuche steht. Ansonsten wird das, glaube ich, nichts. Kann ich das eigentlich schon? Ich muss mal eben gucken. Herstellung. Kann viel herstellen, aber nein. Nee, kann ich noch nicht. Kein Brennofen. Bronze. Ach ja, Bronze. Extraktor Schrott, Bronze sieht schon, Alter. Ihr nicht alles von mir haben wollen, ne? Ist aber auch nur am Anfang so. Danach geht's irgendwann. Wenn das da alles in fünffacher Ausführung stehen hat. Ist ja auch nicht so, dass ich noch immer Verordnung da sagen müsste. Hallo Mili. Wusstest du, dass ich gerade einen Artikel über Schäden schreiben wollte, die Ölbohrunternehmen anrichten? Und jetzt ist mitten in unserem in unserer Heimat einer aufgetaucht. So ein Zufall. Ich habe mich heuer schon früh gegen die Grippe impfen lassen, also sollte ich gewappnet sein. Viele haben in dieser Jahreszeit Schnupfen. Ich habe mich schon zu Jahresanfang gegen Grippe impfen lassen, also erwischt es mich hoffentlich nicht. Millie ist nun Schnupfen. Haben sie bei Corona auch alle behauptet. Nein, über dieses Thema fangen wir gar nicht jetzt an zu diskutieren. Nein, nein, nein. Über Corona diskutieren finde ich doof. Ich sehe sehr doof. Flop, flop. Wir bringen hier lieber Viecher ran. von 50. Dieser Mensch ist unfassbar. 50. Fliege. Okay, die Fliege hatte ich wohl schon mal. Sollte mir das aufschreiben. Und den Pilz nehme ich mit. Pilz. Was bist du? Du bist, glaube ich, ein Tausendfüßler. Eine gestreifte Gartenraupe. Okay, habe ich mitgenommen. Du möchtest beobachten, was die Katzen den lieben langen Tag lang machen, aber du musst ein paar Sachen erledigen. Oh, ich würde Butter aber tatsächlich sehr gerne den ganzen Tag beobachten. Peanut sieht heute entzückend aus. Ja, Peanut ist sehr entzückend. Miau. Peanut ist wirklich sehr entzückend. Miau. Miau. Ein 100-Füßler. Oh Gott, warum fange ich gerade so viele Insekten? Dumm, hier liegt mir nichts rum. Auch schön. Naja, ich habe ja auch noch viel, was ich fangen, finden, sammeln muss. Viel zu viel. Dieser Müllcontainer ist endlich das Schandflecken. Oh. Du weißt schon, das Ding vor dem Weingut. Naja, es ist, wie es ist. Bitte geh weg. Ach, Lea.
Ob wir dich wohl noch irgendwie zähmen können, du alter Stinkstiefel. Hier kann man sich neue Klamotten kaufen. Allerdings habe ich nicht mal genug Geld, um mir meine nächste Taschenerweiterung zu leisten. Von daher lasse ich das wohl mal lieber. Hier fliegen Fliegen rum. Ich möchte jetzt tatsächlich mal kurz die Angel auspacken. Und gucken, ob wir was fangen können. Warte, bis ein Fisch anbeißt. Das macht irgendwie Sinn. Da ist Fisch! Nee, es ist Müll. Es ist Müll. Dachte, es wäre ein Fisch. Da liegt eine Vase im Wasser. Vom unterirdischen Tempel angeschwemmt. Das ist schon wieder so ein fetter Brocken. Und das ist dann nachher auch wieder Müll. Der zappelt auch nicht. Alter, ich fange hier doch jetzt nicht nur Müll raus. Wie ist denn das hier? Da krabbelt was. Alter, wo? Ja, ich weiß, ich bin das Problem. Aber wo hat die denn auch hingezielt? Und so. Da kommt schon wieder ein Fisch. Ich bezweifle, dass du ein Fisch bist. Oh, es zappelt. Es zappelt. Es ist ein Fisch. Ein Tilapia. Ein Fisch. Es ist ein Fisch. Hallo, Bonbon. Bonbon bleibt stehen. Bonbon ist ein abenteuerlustiger Welpe. Überall sieht man Bonbon. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Wuff. Ich versuche hier noch was zu angeln. Bis ich das alles zusammen habe, ne? Also 50, wir sind jetzt bei 13. Da setze ich aber echt nochmal einen Blick hier, ne? Das, weil der sein Crowdfunding da zusammen haben will. Ich finde das immer noch irgendwie putzig. Da wehrt sich auch schon wieder nichts. Das heißt, das ist auch Müll. Ich will keinen Müll fangen. Die sind da so schwer dran zu verstehen. Oh, mein Inventar ist sowieso voll. Das ist ja toll. Dann sollte ich vielleicht erstmal zum Museum schnarzen. Das kann ich auch nicht mitnehmen. Das klebt da. Hier im Busch. Gut, bringen wir mal den nächsten Kram weg. Da kann er mir mal gar nicht so viel mit anfangen, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Es regnet draußen. Es ist nicht nur der Regen, es ist Weltuntergangsstimmung. Regnet, gewittert, alles auf einmal. Gewitter! Das hätte ich sein können. Jemand verletzt worden. Bitte, eine Möhre wegbringen können wir noch, aber dann diesmal gehen wir nicht zu Fuß. Wir bringen die Möhre, das ist eine gute Idee, wir bringen die Möhre weg. Nein, da will ich ja gar nicht hin, ich will hier hin. Achso, Zuckerrohrsamen, schon wieder. Aber es ist schön. Fürs Frühjahr sind wir jetzt erstmal fertig. Und dann kann ich hier vielleicht nochmal kurz das Heu mitnehmen. Wie gesagt, Heu werden wir später brauchen, um Viecher zu füttern. Warum es hier sowieso so aussieht, als hätte hier seit
Monaten niemand mehr Rasen gemäht, verstehe ich auch nicht. Ich weiß nicht, soll das so? So unordentlich. Das ist eine Meuchel. Die wollte ich auch mitnehmen. Ah, daneben steht auch noch die Blume, die nehme ich auch mit. Die Fliege nehme ich jetzt Milch mit, weil die habe ich irgendwie wohl schon mal gefangen. Da können wir nämlich auch noch nicht weiter. Also es gibt noch viele Bereiche, die halt noch nicht offen sind. Was ich aber nicht schlecht finde, weil ich finde, so kann ich Coral Island erstmal noch ein bisschen kennenlernen, ein bisschen erkunden und gucken, wo hier was ist. Da drüben ist zum Beispiel ein Kleeblatt. Das nehmen wir mit. Ach so. Ja, okay, wir haben ein Buch gefunden. Die werden, Bücher gab es vorher tatsächlich auch noch nicht. Die werden jetzt in der Bibliothek gesammelt. Und ja, wir haben eine Bibliothek im Rathaus. Irgendwo haben wir hier halt auch noch voll einen Affentempel. Das finde ich auch sehr witzig. Und es wird schon wieder dunkel, ne? Es wird dunkel, ja. Es wird dunkel, es wird dunkel. Sehen wir doch mal zu, dass wir nach Hause kommen. Was ich übrigens auch sehr schön finde, ist, ins, zurück in den Stall gehen die Viecher abends von alleine. Versuche ich noch einen Baum umzuhacken. Schaffe ich das noch? Ja. Ist ja noch nicht so spät. Dann malen wir noch einen Baum um. Jetzt wird es langsam eng, fürchte ich. Und was ich persönlich an diesem Spiel ja toll finde, ist bis jetzt zumindest, taucht hier nicht irgendein Geflunsch wieder auf. Ich hasse das ja in anderen Spielen, so Rune Factory zum Beispiel. Ich liebe Rune Factory. Aber, dass ich da jeden Morgen aufstehe und das ganze Feld ist wieder voll gemüllt, das macht mich wahnsinnig. Bin ich ja leider echt so ein bisschen Monk. Sprinkler, da ist er. Yay. Komposttonne. Yay, ich hab... Oh, Sojourn und ich, wir verstehen uns immer besser. Das ist schön. Ich habe noch nicht rausgefunden, wo das ist. Das habe ich schon mal gesehen, aber ich habe nicht rausgefunden, wo das ist. Falls also jemand weiß, wo das ist, verratet es mir bitte. Ich bin doof. Also ich weiß es tatsächlich nicht. Keine Ahnung. Zuckerrohr im Frühjahr. Pflanzen sehr gut. Ich wüsste es aber sehr gerne. Was das ist und wo ich es finden kann. Von mir aus könnt ihr das auch googeln. Weil irgendwie kommt mir die Gegend so gar nicht bekannt vor und ich habe schon mal wie so ein Bekloppter danach gesucht, habe es aber nicht gefunden. Was sie auch neu eingestellt haben, ich persönlich total mega gut finde,
heißt, dass ich jetzt, wenn ich was herstellen will, wenn ich hier jetzt auf Herstellung gehe, auch auf das zugreifen kann, was sich in meiner Box befindet. Das konnte ich nämlich am Anfang nicht. Silberseetang. Ja, schön. Krieg ich den hier. Also muss ich wohl noch eine Runde gießen. Aber ich gieße ja gerne. Warum laufe ich eigentlich? Oh Gott. Ne, der ist weg. Das Glühwürmchen ist weg. Wie viel da? Wir sind voll Depp mit dem Ding in der Luft rum, ne? Da, der funktioniert nämlich. Den kann ich benutzen. Ich will nämlich jetzt tauchen gehen. Heute gehen wir mal wieder tauchen. Seht ihr, das meine ich damit. Da wächst dann halt anderes. Und das wächst sogar relativ schnell. Ich habe noch keine Ahnung, was ich mit den Algen machen kann. Deswegen habe ich mich immer hauptsächlich erstmal auf Müll konzentriert und habe die Algen hier vor sich hin wachsen lassen. Was aber ja eigentlich eine deutliche Verbesserung zu sein scheint. Oh, der schwimmt, der schwimmt, der schwimmt. Ein Seestern rum. Ein gemeiner Seestern. Ein gemeiner Seestern, sowas. Da hinten steht noch ein bisschen Bronzezeugs rum, das nehme ich auch mit. Hier uns fehlt da hinten nämlich immer noch ein so ein Ding ins Moment. Ich weiß noch nicht, wie und ob wir den aktiviert kriegen. Eine genarbte Arche. Ich glaube, hier sind wir jetzt schon so weit. Hier kommen wir schon ins nächste Gebiet, wo ich mich irre. Fossilbrocken gefunden. Fossilien sind auch neu. Ey, du gehörst echt ganz nach hier hinten hin. Ist ja witzig. Hätte ich nicht gedacht. Aber doch, er löst den aus. Okay, habe ich, nicht erwartet. Okay, wo krabbelst du jetzt? Da ist noch Müll. Ach, hier oben gehört er auch hin. Okay, na, da macht es schon wieder Sinn. Das ist jetzt der dritte, den wir ausgelöst haben, ne? Fehlen noch zwei. Ja, leider, was diesen Müll angeht, auch echt Monk. Und da drüben nehme ich auch noch ganz viel. Ja, hab ich übergelassen. Das kann ich so nicht lassen. Ich muss sowieso irgendwie. Ich muss sowieso zurück. Ich habe schon wieder viel zu viel Ausdauer verplempert. Und man kann sich zum Glück diesen Anker immer wieder neu setzen, wo man hinfüllt. Das finde ich ganz gut.